Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Nachmittag. Es hat geläutet, die Stunde beginnt. Ich freue mich, Sie hier zu sehen und begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, den Landesrat Philipp Achammer zu begrüßen, den Gastgeber, Bürgermeister Thomas Summerer, die lieben Jurymitglieder von zwei Jurien und alle, die gespannt darauf warten, ob sie heute einen Preis kriegen, die Preisträger, die Preisträgerinnen. Ich glaube, auch ein paar stolze Eltern erkennen zu können. Ich freue mich, dass Sie hier sind und ich freue mich, dass ich hier bin. Mein Name ist Daniela Kraus, ich bin die Generalsekretärin des Presseclub Concordia und ich darf heuer zum zweiten Mal diese Veranstaltung moderieren. Und schon beim zweiten Mal ist es wie nach Hause kommen. Und zwar deswegen, weil wir in der Concordia gemeinsam mit der Geismeier-Gesellschaft Bozen die Auszeichnung für hervorragenden Journalismus in Andenken an Klaus Gatterer vergeben. Das ist ein Preis, der heute hier vergeben wird. Der zweite ist der Schülerpreis Klaus. Und beide sind ganz im Geiste Klaus Gatterers und ich glaube, das ist auch der Spirit, der hier herrscht, nämlich einer der Gemeinsamkeit und des gemeinsamen Miteinanders. Und deswegen freue ich mich besonders, dass wir hier sind. Ich rede aber jetzt am Anfang überhaupt nur ganz kurz, weil ich gebe nämlich gleich das Wort an den Herrn Bürgermeister zur Begrüßung, zur Eröffnung und ich moderiere dann ein bisschen durch. Bitte schön. Danke, Daniela. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Anwesende. Sechsten, das berühmte Tal in den Sechstner Dolomiten. Jeder, dem das ABC der Bergsteigerei geläufig ist, zieht, wenn er den Namen Sechsten hört, respektvoll den Hut. Und wer ein patriotisches Herz im Leibe trägt, bekommt feuchte Augen. Sechsten, ein stolzes Kapitel in der Geschichte des Alpinismus, ein strahlendes in der Geschichte der Tiroler Landesverteidigung. Mit diesen Worten, sehr verehrte Damen und Herren, umschreibt Klaus Gatterer in seinem legendären Buch Schöne Welt, böse Leute den Ort inmitten steil aufragender Dolomitengipfel. Sehr verehrte Anwesende, als Bürgermeister von Klaus Gatterers Heimatgemeinde Sechsten ist es mir eine besondere Ehre und eine große Freude, Sie bei der doppelten Preisverleihung im Gedenken an diesen großen Journalisten begrüßen zu dürfen. Zur zweiten Verleihung der Auszeichnung für hervorragenden Journalismus im Gedenken an Klaus Gatterer und zur mittlerweile bereits vierten Auflage des Schülerpreises Klaus für journalistisches Arbeiten heiße ich Sie, sehr verehrte Anwesende, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr über die zahlreichen Gäste aus nah und fern, welche unserer Einladung Folge geleistet haben. Die Auszeichnung für hervorragenden Journalismus im Gedenken an Klaus Gatterer wird organisiert vom Presseclub Concordia und der Michael-Geismeier-Gesellschaft, mitfinanziert und unterstützt durch das Land Südtirol und durch die Gemeinde Sechsten. Zu den wichtigsten Anliegen Gatterers zählten die Minderheitenproblematik und die kritische Auseinandersetzung mit Missständen auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens. Ich bin überzeugt davon, dass auch die heurigen Preisträger mit den prämierten Werken dazu beitragen werden, das Andenken im Sinne des von Klaus Gatterer in der ersten Ausgabe seiner Sendung Teleobjektiv 1974 formulierten Mottos, das Fernsehen verlöre wohl seinen Sinn, wenn es von Ängstlichen für Ängstliche gemacht würde, gebührend zu bewahren. Es sei mir nun gestattet, einige der anwesenden Persönlichkeiten namentlich zu begrüßen und ich ersuche um einen abschließenden, jedoch umso stärkeren Applaus für alle Anwesenden. Herzlich willkommen heiße ich von der politischen Seite der autonomen Provinz Bozen unseren geschätzten Landesrat für deutsche Kultur und deutsche Bildung, Wirtschaft und Integration, Philipp Achammer, welcher im Anschluss die beiden Preise vergeben wird.
Begleitet wird unser geschätzter Herr Landesrat heute von Ressortdirektor Armin Gatterer und von zwei charmanten Damen, von Medienreferentin Edith Beninschek und Kulturreferentin Nicole Abler. Zum heutigen Anlass der zweiten Ausgabe der Verleihung der Auszeichnung sind natürlich auch wieder zahlreiche Gäste aus Wien angereist, der Initiative von mehreren bekannten Journalistinnen und Journalisten vom Presseclub Concordia sowie der Michael Geismayr Gesellschaft haben wir diese Auszeichnung für hervorragenden Journalismus im Gedenken an Gatterer zu verdanken. Daher ist es mir eine besondere Ehre, von den Initiatoren Daniela Kraus, Marta Verdorfer und Christoph Franceschini herzlich zu begrüßen. Als Sprecher der hochkarätig besetzten Jury ist heute nach Sechsten gekommen Kurt Langbein, ebenso unter uns das Jurymitglied und erster Preisträger der Auszeichnung im Vorjahr, Ed Moschitz. Als Weggefährten Gatterers und ebenfalls Mitglied der Jury darf ich Franz Kössler willkommen heißen. Ein ganz besonderer Gruß und ein herzliches Willkommen geht natürlich an den Preisträger der Auszeichnung im Gedenken an Klaus Gatterer, an Lukas Matzinger. Er wusste die Jury mit seinen Reportagen zu den brennenden Themen, wenn das Kinderzimmer zum Käfig wird, Corona und die Diaspora, die vergessenen Opfer und ein wenig Leben, zu überzeugen. Begleitet wird Lukas von seinen Eltern, Maria und Josef. Schön, dass auch Sie den Weg nach Sechsten gefunden haben. Ihnen allen ein herzliches Willkommen bei uns hier in Sechsten. Für den Klaus-Schüler-Preis darf ich begrüßen den Vorsitzenden des Schulverbundes Bustertal, Manfred Steiner, und die anwesenden Schulführungskräfte des Schulverbundes Bustertal und des naheliegenden Osttirol, Josef Kühebacher, den Koordinator des Schulverbundes Bustertal, Beatrix Christanel, die Leiterin des Referats Fachdidaktik der pädagogischen Abteilung in der Deutschen Bildungsdirektion in Bozen, die beiden Coaches, die das Begabungsprojekt Klaus begleitet haben, Karin Durecker, Autorin, Filmemacherin und Radiomoderatorin, und den Medientechniker und Filmproduzenten Irschi Gasperi. Die Mitglieder der Jury des Schülerpreises Klaus sind die freie Reporterin und Axel Springer Preisträgerin 2018 Barbara Bachmann, Botschafterin Dr. Theresa Ingein, die Leiterin der Auslandskultur im Außenministerium in Wien, Wolfgang Mayr, langjähriger Mitarbeiter bei RAI Südtirol, und Andreas Pfeiffer, der Leiter des ORF-Büros in Berlin. Maria Ramona Engel, die Gewinnerin des Klaus 2021, des dritten Schülerpreises für journalistisches Arbeiten, ist ebenso unter uns und ich heiße sie herzlich willkommen. Weiters begrüße ich die 14 Schülerinnen aus weiterführenden Schulen in Bruneck, Sterzing, Schlanders und erstmals aus Lienz, die am Begabungsprojekt Klaus 2022 teilgenommen und Audio- und Videobeiträge eingereicht haben, sowie ihre Lehrerinnen und Familienangehörigen. Begrüßen möchte ich auch die ORF-Journalistin und Klaus Gatterer Preisträgerin 2014, Sabrina Zwitter-Grilitsch, die sich für die Durchführung eines weiteren Projekts mit den Teilnehmerinnen am Klaus-Schülerpreis 2022 stark gemacht hat. Schön, dass auch der Künstler Georg Löwit aus Innsbruck heute unter uns weilt. Er hat die beiden Bronzeskulpturen, den großen und den kleinen Klaus, geschaffen. Herzlich willkommen hier in Sechsten, auch an seine Frau Susanne. Eine Person möchte ich natürlich ganz besonders hervorheben und herzlich begrüßen. Hermann Rocker, seit allem Anfang dabei und unermüdlich in seinem Einsatz für die Initiative des Klaus-Schülerpreises. Des Weiteren darf ich von den lokalpolitischen Vertretern begrüßen den Kollegen Bürgermeister aus der Nachbargemeinde Innichen, Klaus Reiner, den Vizebürgermeister aus Doblach, Matteo Andronico. Ganz besonders freue ich mich auch über die Anwesenheit unseres geschätzten Altbürgermeisters Willi Reiner mit seiner Gattin Agnes.
Schön, dass auch ihr heute den Weg hierher gefunden habt und euch nach wie vor sehr interessiert zeigt an den Aktivitäten der Gemeinde Sexton. Weiters begrüße ich vom Kuratorium Rudolf Stolz, Dr. Karl Mayer, Architekt Hans Watschinger und natürlich auch hier nicht unerwähnt Hermann Rocker, die Gemeindereferentin Judith Vilgratter, die verschiedenen Gemeinderätinnen und Gemeinderäte. Begrüßen darf ich auch die stellvertretende Präsidentin des Hoteliers- und Gastwirteverbandes Judith Reiner, ihres Zeichens auch Obfrau des Bezirks und hier von der Ortsstelle, den stellvertretenden Präsidenten des Tourismusvereins Reinhold Tschurtschenthaler. Ebenso begrüßen möchte ich die verschiedenen Kulturreferenten der Vergangenheit, unter anderem habe ich gesehen Pfeiffer Frau Josef und Sabine Strobel. Last but not least begrüße ich natürlich auch die Vertreter der Presse. Herzlich willkommen bei dieser ganz besonderen Veranstaltung. Ich freue mich schon sehr auf Ihre gute und objektive Berichterstattung. Entschuldigt haben sich neben Arno Kompatscher, unserem geschätzten Landeshauptmann, auch die Landesräte Waltraud Deeck und Arnold Schuler. Es würde natürlich den zeitlichen Rahmen sprengen, jeden Einzelnen hier zu begrüßen. So darf ich nochmals alle hier Anwesenden, auch nicht namentlich genannten, herzlich willkommen heißen. Fühlen Sie sich wohl in unserem wunderschönen Bergdorf Sexton und seien Sie mit mir gespannt auf die nun folgenden Preisverleihungen. Ich übergebe nun wieder an Frau Daniela Kraus, welche durch die weitere Veranstaltung führen wird. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Bürgermeister. Vielen Dank, dass wir hier diese schöne Feier haben. Ich mache nur eine ganz kurze Überleitung. Es geht jetzt nämlich zum Schülerpreis Klaus und zur Preisverleihung. Die ist spannend wie die Oscarverleihung auch heuer, weil es steht, die Preisträger oder Preisträgerin wissen nämlich noch nicht, wer denn diesen Preis erhält. Das werden wir jetzt dann erfahren. Und ich gebe das Wort an Beatrix Christanell von der Deutschen Bildungsdirektion. Dann wird Hermann Rogger etwas zum Preis sagen, Sabina Zwitter-Grilz und dann Botschafterin, Direktorin Theresa Inschen als die Jury-Sprecherin des Klaus. Dann würde ich doch bitten, Frau Christanell, auf die Bühne. Da, Entschuldigung, ich bin so geblendet, bitte sehr. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Ich bin einerseits in der Rolle, dass ich mitentwickeln durfte, diesen Klaus-Schülerpreis, was mich sehr gefreut hat. Aber die zweite Rolle, die ich heute hier einnehme, ich darf die Direktorin der pädagogischen Abteilung, Frau Gertrud Verdorfer, hier vertreten. Sie wäre gerne hier gewesen, ist leider verhindert terminlich. Und ihr ist dieses Projekt und der damit verbundene Wettbewerb ein großes Anliegen. Es geht um einen Wettbewerb und um eine Arbeit oder um ein Projekt, das mit journalistischer Arbeit verbunden ist. Es ist eines unserer Leuchtturmprojekte, die wir in der pädagogischen Abteilung unterstützen. Und wir sind stolz darauf, dass dieses Projekt sich beginnt zu etablieren. Und wir haben es schon gehört, das ist natürlich auch in erster Linie dem engagierten Einsatz von Hermann Rocker zu verdanken. Erlauben Sie mir, dass ich mich jetzt in erster Linie an die Schülerinnen wende. Ich brauche nicht gendern, es sind 14 engagierte ausschließlich Frauen, die hier heute antreten in diesem Wettbewerb. Und es geht natürlich in erster Linie darum, zu zeigen, was journalistisches Arbeiten ausmacht. Und ich denke, hier geht es um Kernkompetenzen des Unterrichts und deshalb freut uns auch diese Arbeit sehr. Es geht darum, wie kann ich Wissen recherchieren, wie kann ich Wissen und Fakten bewerten, wie kann ich sie aufbereiten, wie kann ich sie vermitteln. Kernkompetenzen, die die Schülerinnen und Schüler hier, die Schülerinnen in diesem, wir sind es so gewohnt schon mittlerweile zu gendern, die Schülerinnen hier außerhalb des Unterrichts mit Experten und mit einer Expertin und einem Experten begleitet
ausprobieren durften. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr in diesen schwierigen Zeiten bereit wart, ein Projekt über den Unterricht hinausgehend so engagiert, so zielgerichtet zum Abschluss zu bringen. Und das ist nicht selbstverständlich, dass man bis zum Ende durchhält. Und es ist allen gelungen und wir sind sehr gespannt, wie das Ergebnis ist. Ich möchte an dieser Stelle noch sagen, dass nicht ihr allein gelernt habt, sondern wir auch. Wir lernen sehr viel von diesen Projekten. Wir erfahren, was euch bewegt, was euch antreibt, was euch hilft bei eurer Arbeit. Und wir können gut und genau beobachten, wie Experten und Expertinnen euch begleiten. Und im Grunde geht es darum zu schauen, was unterstützt junge Menschen in dieser Arbeit, wie werden sie zu kritischen Menschen. Und das ist etwas, was für uns wieder in den Unterricht hineinwirken kann. Und das nehme ich mit und heute genauso wieder von dieses Engagement, das ihr gezeigt habt, auch in einem Nachfolgeprojekt, das es geben wird, auf das ich mich schon sehr freue. Eine Teilnehmerin hat heute abschließend gesagt, ich habe mit Leidenschaft gearbeitet. Ich bin nicht ganz zufrieden jetzt am Ende, aber das bin ich nie. Und ich finde, das bringt so ein bisschen auf den Punkt, dass man arbeitet, engagiert mit Leidenschaft und ganz zufrieden ist man nie, aber man muss irgendwann einen Punkt setzen und dann geht es wieder weiter in ein neues Projekt. Herzlichen Dank für eure Arbeit. Wir freuen uns auf das Ergebnis, aber gewonnen, Siegerinnen in dem Sinn seid ihr alle, als ihr mitgemacht habt und diese Chance ergriffen habt, hier weiterzulernen, auch außerhalb der Schulmauern. Herzlichen Dank. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich stelle Ihnen jetzt kurz das Projekt Klaus vor. Der Schülerpreis Klaus für journalistisches Arbeiten wird heuer zum vierten Mal vergeben als Gemeinschaftsprojekt der Arbeitsgruppe Begabungsförderung im Schulverbund Bustertal, der pädagogischen Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion in Bozen, der Gemeinde Sechsten und des ORF Wien im Gedenken an den aus Sechsten gebürtigen Journalisten Klaus Gatterer. Wie läuft dieses Projekt ab? Die Vorbereitung erfolgt im Rahmen eines Begabungsprojektes, zu dem sich Schülerinnen der dritten und vierten Klassen weiterführender Schulen aus Südtirol und dem Bundesland Tirol anmelden können. Zwei Coaches betreuen die Schülerinnen, einmal die Filmemacherin und Radiomoderatorin Karin Durecker, begleitet bei der Themenfindung und bei der inhaltlichen Ausarbeitung der Beiträge. Der Medientechniker und Filmproduzent Jirschi Gasperi steht Ihnen bei der technischen Umsetzung beratend zur Seite. Die Schülerinnen nehmen im Herbst an einem Einführungsworkshop teil und werden dann in Kleingruppen und zum Teil auch Einzelnen gecoacht. Letztlich machen sie aber alles selbst, von der Idee bis zur Konzeptentwicklung, vom Drehbuch bis zu den Interviews, dem Filmen, den Schneiden, der Auswahl bis zum fertigen, der Musikauswahl bis zum fertigen Produkt. Ende April ist dann immer Abgabetermin und die Beiträge werden in anonymisierter Form einer Jury vorgelegt. Diese setzt sich aus zwei Frauen und zwei Männern zusammen, schon von Anfang an auch, nämlich Barbara Bachmann, einer mehrfach ausgezeichneten freien Reporterin, Theresa Ingein, der Leiterin der Auslandskultur im Außenministerium in Wien, Wolfgang Mayer, einem erfahrenen Radiomann, der viele Jahre für Reis Südtirol gearbeitet hat, und Andreas Pfeiffer, dem Leiter des ORF-Büros in Berlin. Für die 14 Teilnehmerinnen, diesmal waren es tatsächlich nur Schülerinnen, am Klaus 2022, es sind 7 aus dem Bustertal, 2 aus Sterzing, 2 aus Schlanders, und erstmals 3 aus Osttirol, war es auch diesmal kein einfaches Jahr mit vielen Corona-bedingten Einschränkungen, wodurch häufig wieder umgeplant und neu geplant werden musste. Deshalb ein großes Lob für euer Engagement und den großen Einsatz, mit dem ihr gearbeitet habt
und auch dafür, dass ihr trotz aller Beschwerlichkeiten dran geblieben seid und nicht aufgegeben habt. Ein großer Applaus für euch. Die Themen sind sehr vielfältig. Ich gehe jetzt ganz kurz auf die Arbeiten ein. Alexandra Knapp, die geht in ihrem Videobeitrag Südtirols Bergbauern auf die Berglandwirtschaft und die Probleme der Bergbauern ein und sucht nach Antworten auf die Frage, ob es sich überhaupt noch lohnt, einen Hof zu bewirtschaften. Arta Bütiki und Mara Molling haben sich in ihrem Audiobeitrag mit dem Thema Tiertransporte auseinandergesetzt. Jedes Jahr werden ja Tausende von Tieren auch von Südtirol aus in weit entfernte Orte transportiert, und zwar oft unter sehr schlechten Bedingungen. Ist es Tierquälerei oder wird der Tierschutz hierbei ausreichend beachtet? Eva Hell und Andrea Moser haben ein Video gedreht zum Thema Brennpunkt Kirche. Darin kommt einerseits eine junge Tertiarschwester zu Wort, die ihr Leben ganz der Nächstenliebe verschrieben hat. Andererseits gibt es auch kritische Stimmen, die der Meinung sind, dass sich auch die Kirche selbst grundlegend ändern müsse. Katharina Bilbia geht in ihrem Audiobeitrag der Frage auf den Grund, wie jugendliche LGBTIQ-Mitglieder in Südtirol leben, welche Erfahrungen sie mit Coming-outs gemacht und welche Reaktionen sie erhalten haben. Spaß oder Sucht, wie die Jugend sich in Drogen stürzt. So der Titel des Videos von Theresa Frick, in dem Jugendliche über ihre Erfahrungen mit Drogen erzählen. Wie kommen sie überhaupt an diese Substanzen? Wie weitläufig sind sie vertreten? An welche Drogen kommen Jugendliche in Südtirol? Emily Lechner und Denise Tribus gehen in ihrem Audiobeitrag auf das Thema häusliche Gewalt an Frauen in Südtirol ein. Im Gespräch mit einer betroffenen Frau und einer Expertin versuchten sie, das Thema zu ergründen und den Zuhörerinnen näher zu bringen. Luisa Mistelberger und Lara Weidlaner stellen in ihrem Audiobeitrag Minimalismus, sind wir die Summe unseres Besitzes? Sie stellten also fest, dass immer mehr Menschen einen Lebensstil, der von Überkonsum und Kaufrausch geprägt ist, bewusst ablehnen, und sie gehen der Frage nach, ob weniger wirklich mehr ist. Das kulturelle Leben wurde in den 2 Jahren der Pandemie hart auf die Probe gestellt. Beinahe keine Kultur mehr zu erleben, ging an niemandem spurlos vorbei. Diese Zeit brachte viele Veränderungen und Herausforderungen mit sich. Lea Marie Steinwander stellt in ihrem Audiobeitrag Kultur in der Krise die allmählich wieder erwachende Kultur ins Rampenlicht und beleuchtet sie von verschiedenen Seiten. What is it art? Was ist Kunst? Wie weit darf sie gehen? Welchen Stellenwert hat die Kunstfreiheit und wer darf überhaupt darüber entscheiden, was Kunst ist? Isabel Dacker hat einen Videobeitrag gestaltet zur Kunst, ihren Grenzen und Möglichkeiten und ihren politisch-gesellschaftlichen Aufgaben. Und der letzte Beitrag ist ein Audiobeitrag von Cornelia Hofmann, Am Rande des Ruins. Dieser beschäftigt sich mit dem Krieg in der Ukraine, mit dem Schicksal von Menschen, die geflüchtet sind und in Südtirol Zuflucht gefunden haben, aber auch mit Menschen, die in der Ukraine geblieben sind. Ihr Leben wurde ja über Nacht auf den Kopf gestellt und sie sind buchstäblich am Rande des Ruins. Also durchaus spannende Themen, die die Schülerinnen da ausgewählt haben und aufgearbeitet haben. Die Jury hatte dann die Aufgabe, den Siegerbeitrag des Klaus 2022 zu ermitteln. Und die Spannung wird gleich steigen, denn bald wird Theresa Ingein dann
die Siegerinnen oder die Siegerinnen bekannt geben. Die Preisträgerin oder die Preisträgerinnen bekommen ja eine Bronzestatuette des Innsbrucker Künstlers Georg Löwit, den Klaus, den kleinen Klaus. Ein einwöchiges Praktikum beim ORF in Wien und einen Gutschein über 500 Euro zur Deckung der Fahrtspesen nach Wien sowie von Unterkunft und Verpflegung. Ja, euch allen nochmal ganz herzlichen Dank für diesen bunten Themenbogen und den großen Einsatz. Und jetzt seid ihr sicher schon gespannt, wer die Gewinnerin oder wer die Gewinnerinnen des Klaus 2022, des vierten Schülerpreises für journalistisches Arbeiten im Gedenken an Professor Klaus Gatterer sein wird oder sein werden. Es gibt bei uns, wie gesagt, einen ersten Platz und 9 zweite Plätze. Bevor Theresa Inschein dann die Siegerin oder die Siegerinnen bekannt geben wird, bitte ich noch Sabina Zwitter-Grills zu mir. Sie hat noch ein weiteres tolles Projekt zu verkünden. Kommst du bitte hierher und stellt dieses noch kurz vor. Vielleicht einen Applaus für den Hermann. Hallo. Der Hermann und ich haben uns zusammengefunden und haben gesagt, was ist noch nicht erledigt, was Klaus Gatterer betrifft. Und das ist sicher eine Intention, die er gehabt hat, Volksgruppen, Minderheiten zusammenzubringen. Und in dem Sinn, ich als Kärntner Slowenin, Journalistin der ORF-Minderheitenredaktion, haben mit Hermann Roger uns ein Projekt überlegt, das heißt die Klaus-Tandems, interkulturelle Klaus-Tandems, wo wir zusammenspannen Südtiroler junge Journalistinnen, wie sie heute preisgekrönt werden, mit Kärntner slowenischen jungen Journalistinnen, also das sind Schülerinnen, die mit Hilfe von Journalistinnen, Jungjournalistinnen, die schon im Beruf sind, gemeinsam als Mentorinnen Videos à la Gen Z, also die Generation Z, zum Thema Kärntner Slowenen, who the hell is Klaus Gatterer, burgenländische Kroaten und so weiter, die eintauchen in Wien in 3 Tagen in diese Welt und dort Videos, Online-Artikel und so weiter produzieren. Das ist unser Projekt, jetzt ganz im Kurzen, weil wir sind schon alle gespannt, wer gewonnen hat heute. Ich habe diese wunderbaren Frauen heute kennenlernen dürfen in einem Workshop. Ich freue mich so auf diese Arbeit mit Ihnen. Ich habe auch die Ella und die Dunja schon von Kärntner slowenischer Seite mitgebracht. Ein kleiner Applaus. Wir haben heute schon viel erarbeitet und es geht los und ich glaube heute, dass diese Komponente der Volksgruppensolidarität wahnsinnig wichtig ist, weil die Südtirol und die Kärntner Sloweninnen einfach wahnsinnig viel verbindet und wir immer Danke sagen für jede Form der Unterstützung. Hermann, danke. Ich möchte noch vielleicht einen letzten Gedanken, dieses Tandem, der Wolfi Meier und ich sind so ein Tandem seit Jahrzehnten. Und der Wolfi hat mich in Film gebildet und war immer da, wenn wir ihn gebraucht haben. Und ich hoffe, Wolfi, du siehst das von uns auch so. Danke. Jetzt wird's spannend. Aber jetzt einen schönen guten Abend. Südtirol inspiriert, das ist sowieso klar. Der kleine Klaus 2022 geht an den Radiobeitrag Kultur in der Krise von Lea Maria Steinwander. Ich sage Ihnen jetzt, warum.
Ich sage Ihnen jetzt, warum. Kultur ist der 9-minütige Beitrag von Lea Marie Steinwander führt gleich ins pulsierende Zentrum des Themas. Hier ist eine junge Persönlichkeit am Werk, die es ernst meint mit der Bedeutung von Kunst und Kultur für die Gesellschaft. Sprachlich konzise und klar bereitet sie das Thema auf und beginnt gekonnt mit Definitionen. Es sind spannende 9 Minuten. In einem kohärenten Erzählstrang werden Erläuterungen der Redakteurin und Interviews aneinandergereiht. Gekonnt auch der Aufbau des gesamten Beitrags. Der Rückblick zuerst auf die Situation. Corona. Die Kunst wartet, beobachtet. Eindrücklich die Beispiele, die gebracht werden, um die problematische Lage zu veranschaulichen. Es kommt zu Wort das Südtiroler Kulturinstitut und einzelne Künstlerpersönlichkeiten aus Südtirol. Wie also wird das Problem des Stillstands gelöst? Es folgen gut aufbereitete Informationen über das digitale Arbeiten, also wieder interessante Aussagen. Kein Moment der Doppelung oder Redundanz. Das Online-Live-Dilemma wird erklärt, klar in der Analyse. Und zum Schluss die Darstellung des aktuellen Status quo und ein Resümee samt perfekten Bogen zum Anfang der Sendung. Die Redakteurin öffnet ihn noch einmal. Wie geht es jetzt weiter mit dem Kunstbetrieb? Am besten, sie macht bald wieder eine Sendung. Herzlichen Glückwunsch, Lea Marie Steinwander. Wollen Sie was sagen? Sagen Sie doch kurz was. Nein? Danke. Einen großen Applaus und wir werden jetzt den Beitrag von Frau Steinwander hören. Kultur ist Austausch. Kultur ist was vom Wichtigsten überhaupt. Kultur bezeichne ich als Herzensbildung und Horizonterweiterung. Kultur ist derzeit im Wartestand, wenn Sie so wollen. Die Kultur berührt das Herz. Kultur ist alles. Die Pandemie war ein großer Einbruch für die Kultur. Aus Kultur ist alles wurde beinahe Kultur ist nichts. Es hat uns alle betroffen. Vom Kind bis zum Pensionisten, vom Musikliebhaber bis zu dem, der von sich behauptet hätte, gar nichts mit Kultur am Hut zu haben. Eine plötzliche Veränderung, die keiner kommen sah. So beschreibt es auch Peter Silbernagel, der Direktor des Südtiroler Kulturinstitutes. Überspitzt zu formulieren, über Nacht war es dann nicht mehr möglich, letzten Endes Publikum in den Veranstaltungshäusern begrüßen zu können. Man musste auf Distanz gehen und das ist natürlich für die Kunst in dem Bereich dann sehr schwierig. Es war und ist für die Kunst sehr schwierig. Besonders jene, deren Beruf es ist, Kultur für und mit Menschen zu gestalten, stellte die Pandemie auf eine harte Probe. Peter Schorn, der schon seit 2004 als Schauspieler tätig ist, mit seinen damals ersten recht optimistischen Gedanken. Okay, jetzt müssen wir mal wahrscheinlich 2 Wochen die Vorstellungen verschieben. Ne? Zuerst noch, mir nicht einmal viel dabei gedacht und so, okay, verschieben wir die halt 3 Wochen und noch andere Termine gesucht. Und dann ist langsam klar geworden, aha, bei 3 Wochen bleibt es wahrscheinlich nicht. Nach den anfänglichen Übergangslösungen und einer Zeit des Wartens und Beobachtens wurde es immer klarer, dass es vor allem im Kulturbereich schwierig werden kann in nächster Zeit. Und für diese Zeitspanne war kurzfristig gesehen auch kein Ende in Sicht. Werner Costabier ist Besitzer eines Tonstudios und musste so wie viele andere auch seinen gewohnten Berufsalltag zur Seite legen. Dann kann man sagen, war man von heute auf morgen irgendwann auf Stillstand, obwohl man noch genug Arbeit gehabt hat. Aber man hat einfach nicht mehr weiter produziert, weil die Musiker nicht mehr ins Studio gekommen sind. Das war mal der erste große Punkt, wo man gesagt hat, jetzt bleibt alles stehen.
Stillstand. Ein Zustand, der auf längere Zeit untragbar ist. Man musste erfinderisch werden, alle Möglichkeiten, die es gab und erlaubt waren, ausschöpfen. Verzweifelte Versuche, dem grauen Lockdown-Altwerk durch Kultur etwas Farbe zu verleihen. Und dies geschah bzw. musste durch digitale Medien geschehen. Für viele war das komplettes Neuland, wie auch Peter Silbernagel anmerkte. Natürlich hat man dann versucht, im weitesten Sinne digitale Medien auch zu nutzen. Das hat am Institut dazu geführt, dass wir uns in kurzer Zeit auch durchaus ganz, ganz neue Kompetenzen erarbeitet haben. Aufzeichnungstechnik war ein Riesenthema. Wir haben dann gestreamt, wir haben Podcasts gemacht. Das war schon ganz eine spannende Zeit. Eine in der Tat spannende Zeit. Als Kulturnutzender begab man sich nicht mehr ins Theater, sondern saß zu Hause vor dem Bildschirm, konnte einem Konzert lauschen, ein Theaterstück verfolgen oder auch eine Buchvorstellung genießen und nebenbei das Hemd für das Online-Meeting bügeln oder noch schnell ein Bananenbrot backen. Also, das war schon eine Zäsur und vielleicht macht in seinem Beruf speziell, dass online schwierig ist. Man braucht einen Kontakt zu Menschen live, man muss auch die Menschen spüren ein bisschen. Ich glaube, online auf Zoom und so kann man ganz gut Informationen austauschen, aber kreativ sein passiert ganz viel in Pausen und zwischen den Zeilen und so energetisch zwischen Menschen. Für Peter Schorn spielt sich Kultur vor allem zwischenmenschlich ab. Und auch Peter Silbernagel stimmt ihm da voll und ganz zu und sieht die Online-Methode zwar in gewissen Bereichen als eine große Bereicherung, meint jedoch, besonders im Theater und der Kulturbranche wird sich dies nicht weiter durchsetzen. Ich sehe wanderslustige Burschen durchs Gebirge streifen, der Berghut keck am Ohr. Noch einmal die Freiheit in vollen Zügen ab. Das besondere Erlebnis im Theater ist dieses Live-Erlebnis. Und das können Sie durch Video und Mitschnitt ja nicht ersetzen. Und deswegen denke ich, dass das Streamen im Bereich des Theaters zurückgehen wird. Und bestimmte Bereiche, nehmen Sie zum Beispiel viele Vorträge, früher in Präsenz, wurden auch gut besucht. Wir haben die Erfahrung gemacht, wenn man die jetzt online anbietet, dass sich da noch mehr Leute anmelden, weil sie einfach sagen, das ist ja vorteilhaft, ich muss da nicht für den einen Vortrag extra von Dobloch nach Bozen fahren, sondern ich schaue mir das dann live praktisch am PC an. Also das ist etwas, das wird es weiterhin geben. Und das ist nicht das Einzige, was man aus dieser schweren Zeit mitnehmen kann. Auch Evi Meyer, eine Sängerin, deren Auftritte ebenfalls deutlich minimiert wurden, blickt positiv in die Zukunft. Night and day. Ich merke nach diesen trockenen Zeiten, wie sehr mir zum Beispiel die Live-Musik gefehlt hat. Alles in allem jedoch blickte ich der Sache mit guter Stimmung entgegen. Der kulturelle Einbruch betraf ja alle in gleichem Maße. Wir saßen alle in einem Boot und ich war stets zuversichtlich, dass die Zeit auch irgendwann wieder zu Ende sein würde. Doch das Ende ließ auf sich warten und man konnte nichts Langfristiges planen. Aktuelle Projekte wurden immer wieder verschoben und dann doch wieder abgesagt oder den Verordnungen angepasst, wie Peter Schorn berichtet. Okay, das werden wir den Sommer wahrscheinlich auch nicht spielen. Und dann langsam, so die Ersten gesagt, das wird wahrscheinlich lang dauern, das kann auch ein Jahr dauern. Ja, jetzt haben wir im dritten Jahr. Aber zumindest können wir wieder arbeiten. Langsam erwacht die Kulturszene wieder und taut auf, wie ein Frosch aus der Winterstarre. Doch die Winterstarre hat viele Jahreszeiten überdauert und die Umgebung hat sich verändert. Das merkt man auch am Publikum, das sich zaghaft wieder an Veranstaltungen herantastet, sagt Evi Meyer. Das Publikum weiß manchmal gar nicht mehr, was es darf und kann und wie gefährlich der Besuch eines Konzerts oder einer anderen öffentlichen Veranstaltung ist und reagiert zum Teil so auch sehr verhalten. Und natürlich fehlen einige, weil sie das Lokal auch gar nicht mehr betreten dürfen. Nach 2 Jahren Pandemie ist man verunsichert, vielleicht ist man auch ein wenig bequem geworden, das weiß ich nicht. Aber es hat schon was mit dem Publikum bewirkt, das muss man schon feststellen. Und bis wir dann praktisch zu dem Zustand von 2019, sagen wir mal so, wieder hinkommen, wird es noch einiges an Geduld
brauchen. Es wird noch seine Zeit dauern, bis der normale Zustand wieder zurückgekehrt ist, meint Peter Silbernagel. Aber dass es Kultur braucht, wurde besonders in dieser Zeit sichtbar. Nimmt man den Menschen die Kultur, wäre es so, als nähme man einer Gitarre einer ihrer Saiten. Auf den ersten Blick scheint es nicht so schlimm, dass sie ja noch 5 davon hat, aber in Wirklichkeit sind die Auswirkungen drastisch. Eine Sonate klänge nicht nur nicht mehr schön, sondern wäre unspielbar. Ich denke, nach 2 Jahren haben viele erkannt, dass es wirklich, ich sag eben, sehr öde ist, wenn kulturell einfach nichts oder sehr wenig passiert. Man braucht das letzten Endes wie die Luft zum Atmen. Jeder anders und jeder in anderer Dosierung. Aber praktisch kein Angebot zu haben, keine Möglichkeit zu haben, das war schon für viele unerträglich. Ohne eine Kultur hat unsere Gesellschaft da ein massives Problem auf längere Sicht. Vielleicht auch schon auf kürzere Sicht, weil ich glaube, wenn man jetzt so 2 Jahre weniger Kultur gehabt hat, weniger Musik, Live-Musik, das alles, das ist ein Problem. Und vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass es in unserer Gesellschaft insgesamt im Moment nicht so super geht. Es bleibt spannend und wir werden ja sehen. Das war ein Audiobeitrag von Lea-Marie Steinwander, der im Rahmen des Klaus-Gatterer Schülerpreises 2022 produziert wurde. Mitgewirkt haben Peter Schorn, Werner Costabier, Peter Silbernagel und Efi Mayr. Ein großer Dank gilt dem Euregio Kulturzentrum Gustav Mahler Toblach und dem Stadttheater Bruneck für die Zulassung der Aufnahmen. Sowie den Projektleitern des Klaus und allen Beteiligten. Für die Musik danke ich Efi Mayr, der Klasse 4am des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums in Bruneck und der Musikkapelle Toblach. Herzliche Gratulation, Frau Steinwander, und herzliche Gratulation an alle, die Beiträge gestaltet haben. Wir schreiten nun zur Vergabe der Auszeichnung für hervorragenden Journalismus in Erinnerung an Klaus Gatterer. Der Preis wird gestiftet von Land Südtirol, ist mit 10.000 Euro dotiert, herzlichen Dank, und wird unterstützt von der Gemeinde Sexton. Es ist damit einer der größten Journalistenpreise im deutschsprachigen Raum. Es können aber nicht nur deutschsprachige Beiträge, sondern auch ladinische oder italienische eingereicht werden, Beiträge von Journalisten und Journalistinnen in Österreich oder in Südtirol oder für Medien aus Österreich und Südtirol. Es werden immer relativ viele Beiträge eingereicht und es ist für die Jury ein sehr schöner, aber doch aufwendiger Prozess, aus diesen Beiträgen auszuwählen. Ich danke daher an dieser Stelle der Jury, Lisa Maria Gasser, Thomas Hanifle, Franz Kössler, Ed Moschitz und Kurt Langbein sind hier und Nina Horacek und Sahel Zarinfat sind vielleicht online da. Es wäre vielleicht die Möglichkeit auch zu begrüßen, das Publikum auf YouTube. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Diese Jury hat es sich auch in diesem Jahr nicht einfach gemacht und hat unter sehr vielen exzellenten Beiträgen ausgewählt und hat einen ausgewählt und der geht an Lukas Matzinger vom Falter. In der Laudatio, die Kurt Langbein, der Jurysprecher, heuer jetzt halten wird, werden Sie gleich erfahren, warum. Herr Matzinger, genießen Sie. Kurt. Sehr verehrte Damen und Herren, lieber Herr Bürgermeister, lieber Herr Landesrat, ich freue mich, heute hier sprechen zu dürfen und es ist mir eine Ehre, die Laudatio für Lukas Matzinger zur Auszeichnung für hervorragenden Journalismus im Gedenken an Klaus Gatterer zu halten. Es ist schon erwähnt worden, es gab sehr viele und herausragende Einreichungen, und die Jury hat entsprechend intensiv und gehaltvoll
darüber diskutiert, aber letztlich gab es ein klares Votum. Vorab ein paar Worte zum Umfeld des Preises. Der österreichische Journalismus befindet sich in einer Krise. Es ist eine Krise, in der Wohlgefälligkeit mit Inseraten erkauft werden kann und wird. Es ist eine Krise, in der schrille Schlagzeilen Angst und Hysterie befördern, statt Hintergründiges zu erzählen und differenziertes Nachdenken zu fördern. Es ist auch eine Krise der Orientierung des Journalismus. Gerade angesichts der Herausforderungen durch eine Pandemie und einen Krieg in Europa, beides haben wohl fast alle von uns oder sogar alle vor 3 Jahren noch für unmöglich gehalten. Gerade jetzt ist also ein engagierter Journalismus wichtiger denn je. Ein Journalismus, der hinterfragt, der stets kritikfähig bleibt, aber auch ein Journalismus, der die Spaltung in wir und die anderen in solchen Krisenzeiten häufigen Mechanismus nicht fördert, sondern relativiert. Und es gibt ihn auch, diesen anderen, den von Humanismus, Ehrlichkeit und Neugier getriebenen Journalismus, der sich auch dem Mainstream entgegenstellt, wenn es nötig ist. Und das freut mich sehr. In den vergangenen 2 Jahren wurden unsere Kinder durch geschlossene Schulen und Kontaktverbote in ihrer Freiheit radikal eingeschränkt. Psychologinnen kritisierten sehr früh, dass ihnen damit die Chance zu einer psychisch stabilen Entwicklung genommen wird und dass das gefährlicher sei als die Infektion. Wer diese Kritik in den Medien aufgriff, wurde allerdings rasch zu den Corona-Leugnern gezählt. Lukas Matzinger war einer der ersten Journalisten, der eindrücklich und überzeugend erzählte, welch enormer psychischer Notstand bei der Mehrheit der Kinder und Jugendlichen dadurch entstanden ist. Angst und Depressionen sind bei den Kids seit den Lockdowns 4-mal häufiger als davor. Die Corona-Krise hat auch den Tod vom privaten ins öffentliche Bewusstsein geholt. Aber nur einen speziellen Tod und das in schriller, angstmachender Form. Doch selbst in den schlimmsten Tagen der Pandemie starben 5-mal mehr Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 3-mal mehr an Krebs. Und diese Sterblichkeit nahm sogar als Resultat der Corona-Maßnahmen zu. Lukas Matzinger recherchierte eine berührende Geschichte über 4 Menschen, die während der Pandemie an Krebs litten und starben. In letzter Zeit haben die Medien vermittelt, dass Covid-19 uns alle gleichermaßen treffen und töten kann. Lukas Matzinger hat recherchiert, dass Covid-19 zu gut 90% eine Krankheit der Alten und der Armen ist. Die Armen, das sind bei uns zu 90% Migranten. Sie leben und arbeiten unter gesundheitsschädlichen Bedingungen, sie sind weniger gebildet und sie wurden durch Informationen lange nicht erreicht. Aber Lukas Matzinger hat nicht mit spitzen Fingern der Abwertung auf sie gezeigt, sondern uns diese Menschen und ihre Welt näher gebracht. Ihre Gedanken wurden nachvollziehbar. Und Lukas Matzinger hat die Geschichte der Terroropfer des 2. November 2020 und ihren Angehörigen erzählt und die Geschichte des schändlichen Umgangs des Staates mit diesen Opfern. Lukas Matzinger bedient keine Klischees, er verstärkt keine Vorurteile, Ausgrenzung ist seine Sache nicht. Lukas Matzinger predigt nicht vom Tisch, sondern er schaut, was unter dem Tisch ist. Er geht neugierig und offen in die Recherche, er will die Menschen und ihre Motive verstehen und er macht uns dadurch diese Menschen und ihre Gedanken nachvollziehbar und verständlich. Wer ist dieser Lukas Matzinger? 1990 geboren, wuchs er in Altenmarkt bei St. Gallen auf, einer 800-Seelen-Gemeinde beim steirischen Gesäuse, also am nördlichsten Zipfel der Steiermark.
Es gibt dort ein wenig Industrie, der Bürgermeister war stets Sozialdemokrat. Der Vater war Facharbeiter bei der ÖBB, die Mutter blieb bei den Kindern. Lukas Matzinger war wieder borstig. Bei seiner Hackmatura riet ihm die Deutschlehrerin, doch etwas mit Sprache zu studieren. Also inskribierte er Mathematik. Der Zivildienst bei der Lebenshilfe im nahen Admont brachte ihn näher zu seinem Beruf. Er lernte soziale Probleme ganz nah kennen, das Leben von Behinderten. Da sattelte der 21-Jährige um und belegte an der Fachhochschule Joanneum in Graz den Studiengang Journalismus und Public Relations. Vor dem Abschluss gibt es in so einem Studienlehrgang ein dreimonatiges Pflichtpraktikum. Lukas Matzinger beginnt zu schreiben, zunächst die Geschichte einer Frau und ihrer behinderten Tochter, die er als Betreuer in Admont kennengelernt hat. Diese Geschichte schickt er nun an den Chefredakteur der Zeitschrift Falter, gemeinsam mit dem Bewerbungsschreiben für ein Praktikum. Die Geschichte habe ihn beeindruckt, erzählt mir Florian Klenk, der Chefredakteur vom Falter. Er habe sich gedacht, der Typ kann was. Aber, wie das so oft ist im Redaktionsbetrieb, die Bewerbung ist da irgendwie im Trubel untergegangen. Aber der Trubel, den der 25-jährige Student mit Anrufen und Mails in Erinnerung an seine Bewerbung gemacht hat, hat das schließlich aufgewogen. Lukas Matzinger kam im Jahr 2015 zum Praktikum und blieb nach den 3 Monaten als angestellter Redakteur des Falter. Er schreibt auch über die Oper, über Rammstein, über Ivica Osim, den ehemaligen Trainer seines Lieblingsvereins. Er schreibt auch über Wrestling und Glücksspiel. Das ist gut so. Dem Falter ist zu wünschen, dass das so bleibt. Klaus Gatterer hätte ihn wohl versucht, zu seiner Sendung abzuwerben. Für uns ist es auch gut, dass er bleibt. Herzliche Gratulation, Lukas Matzinger, zur Auszeichnung für den hervorragenden Journalismus im Gedenken an Klaus Gatterer. Alles Gute. Widerspenstigkeit ist eine exzellente Eigenschaft, aber die Rede muss jetzt trotzdem gehalten werden. Fragen Sie meine Mama, ist zweischneidig. Schönen Abend allerseits, ich glaube, es ist hinlänglich begrüßt worden. Kurt Langbein, vielen Dank, ich weiß nicht, wie mir geschieht, du hast mich mit Erfolg beschämt. Ich stehe da, es ist eine der schönsten Dinge, die einem Journalisten in Österreich passieren können, hier ausgezeichnet zu werden. Herzlichen Dank vorweg. Es war keine 5 Minuten, bevor mich die Daniela Kraus vom Presseclub Concordia vor einigen Wochen mit der Botschaft am Telefon überrascht hat. Da habe ich zu meiner Freundin gesagt, eigentlich will ich nur den Gatterer Preis, alles andere ist mir egal. Wir waren an dem Abend bei der jährlichen Ehrung der Journalisten des Jahres im ORF-Zentrum am Königlberg. Über 100 Preisträger, jeder, der nicht bei 3er vom Baum war, ist da mit einer Urkunde nach Hause gegangen. Jeder hat jedem gratuliert, diese Inflation an Journalistenpreisen hat da wirklich Gestalt angenommen. Und dann kam dieser Anruf, eben nach meinem seligen Wunsch, und die Frau Kraus hat gesagt, sie werden sich jetzt gleich freuen. Und ich glaube, sie hat keine Vorstellung davon, wie recht sie damit gehabt hat. Der Gatterer-Preis bedeutet mir wahnsinnig viel. Das Gefühl beschleicht mir eigentlich bis jetzt, dass mir das alles nicht zusteht. Ich danke der Jury, dass sie zu einem anderen Urteil kam. Sie merken, mich hat das ernsthaft beschäftigt, womit jetzt genau ich diesen Preis verdient haben soll. Das weist jetzt langsam in einen etwas überheblicheren Teil dieser Rede, aber vom fernen Südtirol aus ist ein bisschen Kritik am eigenen Nest sollte gestattet sein.
Denn mein Gefühl ist, und da werden Sie jetzt manches hören, was der Kurt Langbein schon angesprochen hat, ohne dass wir uns abgesprochen haben, dass ich fürchte, dass der Klaus-Gatterer-Preis sich an eine Art von Journalismus richtet, die in Österreich schon einmal wesentlich mehr kultiviert wurde als heute. Und je länger ich darüber nachdenke, komme ich auch zum selben Schluss wie mein Laudator, dass wir gerade überhaupt keine Hochzeit der Medienlandschaft in Österreich erleben. Da spreche ich jetzt nicht über die Inseratenkorruption, wo sie Herausgeber mit Werbemillionen gefügig machen lassen. Ich spreche nicht über diese allgegenwärtige Bedrohung von Slap-Klagen, wo mächtige Journalisten vor Gericht zerren, um sie einzuschüchtern und in lange, teure Prozesse zu verwickeln. Und ich spreche auch nicht davon, dass Politikberichterstattung beim jüngsten Regierungspersonal oft darauf verengt ist, dass man den nächsten skandalösen Justizakt möglichst exklusiv in Händen hält und dann möglichst schnell darüber berichtet. Ich möchte über zwei Dinge sprechen, von denen ich mehr verstehe als von den vorhergenannten, weil es mir auch in meiner Arbeit sehr oft zu schaffen macht. Über zwei, sagen wir, methodische Ideale des Redakteurs, die wahrscheinlich viele auch mit dem Klaus Gatterer verbinden und denen ich in meiner Arbeit zumindest in kleinen Dosen genügen will. Das erste Ideal ist eine Art erzählerischer Anspruch, die Würdigung der Sprache, ein kleines bisschen schönes Schreiben. Machen Sie sich einmal die Freude und lesen Sie alte Profilausgaben, vielleicht aus den 80er oder 90er Jahren, ich mache das gelegentlich, was da für elegante Reportagen erschienen sind, mit welcher Stichhaltigkeit die Kollegen damals die Welt beobachtet haben, wie wortgewaltig die Szenen beschrieben haben und in so einer literarischen Qualität Geschichten durchkomponiert haben, da frisst mich ehrlich der Neid. Das zeugt von wahnsinniger Akribie in der Recherche, von einer sehr dicken Schicht Reflexion vorm Schreiben und dann natürlich vor großem Formuliereifer. Und vielleicht bin ich in der Beziehung auch altbacken, aber so diese ausdrucksstarken Reportagen vermisse ich teils heute. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Vielleicht daran, dass Redakteure mittlerweile viel weniger Zeit für ihre Geschichten bekommen, weil sich so viel Tiefgang überhaupt nicht lohnt, betriebswirtschaftlich. Vielleicht daran, dass Sprache und Lesen überhaupt verblühen, dass Texte jetzt kürzere Aufmerksamkeitsspannen bedienen müssen. Jedenfalls sehne ich mich jetzt als einfacher Leser nach solchen langsameren, tiefgreifenderen, schön erzählteren journalistischen Produkten. So. Und das führt ein wenig auch schon zum zweiten Ideal, das große Publizisten wie Klaus Gatterer und auch deren Erben wie Toni Spira oder Kurt Langbein in ihrer Methode nie vergessen haben. Und das ist eben dieses, der Kurt hat es in der gleichen Wortwahl gesagt, das journalistische Gebot des Verstehenwollens. In Krisen neigt der Mensch zur Vereinfachung, zu irgendwie gespürten Gewissheiten und einer fast militanten Abgrenzung zu all jenen, die irgendwie etwas anders meinen. Und leider ertappen auch wir Journalisten uns in so einer Umwelt manchmal dabei, dass wir dann die Kernaufgabe des Verstehenwollens ein bisschen vernachlässigen. Das war 2015 so, als ich gerade zum Falter gekommen bin, als ganz viele Kriegsgeflüchtete auch nach Wien kamen, als jeder Helfer in manchen Medien ein Willkommensklatscher war und andererseits jeder ein Ausländerfeind war, der nur leise zu erwähnen wagte, dass da vielleicht auch manche Menschen ohne gute Absichten dabei sein könnten. Und das war jetzt in der Covid-19-Pandemie so, als irgendwie freiwillige Maskenträger zu Diktatursympathisanten wurden und Befürworter von Schulöffnungen zu Kindermördern erklärt wurden. Das geht irrsinnig schnell. Und wenn die Gesellschaft solche Fronten formt, sollten Journalisten eigentlich solche Gewissheiten bespiegeln oder zumindest verstehen wollen, wie Menschen zu ihren Gewissheiten kommen. Und manchmal werde ich den Eindruck nicht los, dass Reporter, und das passiert mir und passiert wahrscheinlich jedem, ihre These schon ganz genau kannten, bevor sie sich ein Bild von der Realität gemacht haben und dass sie manchmal statt die Wahrheit zu ergründen, eher die Bestätigung für ihre suchen und halt eine scharfe Geschichte aus sie hauen wollen.
ein fallweise gerne auch hartes Urteil, soll sie aber erlauben, wer davor illusionslos, schablonenfrei und ernsthaft probiert hat, eine Gegenseite oder eine vermeintliche Gegenseite zu verstehen. Okay, ich komme jetzt langsam zum Schluss und hole mir jetzt die Sympathien wieder zurück. Wenn mich die Jury gewählt hat, wegen eben des Versuchs, so eine eindrückliche Sprache manchmal zu finden und die von mir beschriebenen Menschen annäherungsweise verstehen zu wollen, dann macht mich das wirklich sehr glücklich. Ich danke dem Presseclub Concordia, der Jury des Klaus-Gatterer-Preises 2022 für diese wahnsinnige Anerkennung. Ich danke natürlich den Veranstaltern der Gemeinde Sechsten für diesen schönen Abend weg vom Königlberg. Ich danke, das ist mir sehr wichtig, dem Falter und unserem Chefredakteur Florian Klenk, der mich vor 7 Jahren von der Fachhochschule weg als Redakteur genommen hat und der und die Falter-Redaktion mich so viel gelehrt haben, mich jetzt ungefähr alles machen lassen, was ich will und mich, wenn es notwendig ist, bis zum Letzten nach außen verteidigen. Und natürlich danke ich dem Florian für die schönen Worte, die er dem Kurt Langbein in einem Gespräch offenbar geflüstert hat. Okay, bevor sie jetzt in irgendwie der Hunger dahin rafft, danke ich jetzt noch in unwürdiger Kürze 3 besonderen Menschen im Saal, den besten Eltern der Welt und der schönsten Frau von Wien. Und jetzt... Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, herzliche Gratulation. Ja, herzlichen Dank. Jetzt gehen wir langsam zur Schank. Dann. Na, jetzt komm. Es ist ja noch nicht offiziell übergeben. Ich gebe jetzt das Wort an den Landesrat Philipp Achammer. Bitte schön. Und dann gleich die. Super, wunderbar. Vielen herzlichen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich verspreche, es werden ein paar kurze Sätze werden, denn jetzt warten wir lang auf diese Auszeichnung. Sehr geehrter Preisträger Lukas Matzinger, sehr geehrte Preisträgerin des Schülerpreises Lea-Marie Steinwander, ich darf einfach nur mir erlauben, 2, 3 Sätze zu sagen über die Genugtuung, die wir über diesen Preis und die Austragung dieses Preises, Kurt Langbein darf ich auch besonders begrüßen, sonst glaube ich, sind wirklich alle Ehrengäste begrüßt worden, wirklich diese Genugtuung zum Ausdruck bringen. Liebe Frau Klaus, auch danke Ihnen für die hervorragende Begleitung. Auch die Vorgeschichte des Klaus-Gatterer-Preises, und das dürfte ich ja schon nicht sagen, denn es hat ja schon einmal Androhung von Markenklagen gegeben in der Vergangenheit, auch diese Vorgeschichte wäre eine Reportage wert. Jetzt ist die neue Geschichte dieses Preises in Würdigung, den Auszeichnungen, in Gedenken an Klaus Gatter wirklich eine positive Reportage wert. Vielen herzlichen Dank dem Presseclub Concordia, der Geismar-Gesellschaft, der gesamten Jury, allen, die sich darum bemüht haben. Hier sitzen einige im Saal, die ich wirklich dann auch nennen könnte. Aber Sie wissen, wer sich wirklich herausragend darum bemüht hat, dass das ein würde- und ehrenvoller Preis ist. Das ist meines Erachtens sehr gelungen. Danke dafür. Zum Zweiten, wirklich eine außerordentlich treffende Rede, lieber Herr Matzinger, das muss ich wirklich sagen. Ich darf deswegen nur eines zum Ausdruck bringen. Das ist ein Ausspruch, beziehungsweise besser gesagt noch etwas, was Klaus Gatterer oft gesagt hat und Leopold Steurer hat ihn dabei oft zitiert. Und das ist mir während dieses Jahres auch oft eingefallen oder auch der vergangenen 2 Jahre. Und zwar, es gibt einen Auftrag der Gegenwart und der lautet, die Gegenwart müsse der Zukunft willen das reparieren, was die Vergangenheit ruiniert und verpatzt hat. Jetzt hat man nicht den Eindruck, dass alles das, was in der Vergangenheit ruiniert und verpatzt worden ist, als Lehre für die Zukunft mitgenommen wird. Und dafür, dass es nicht so werde, dass die Geschichte den Menschen lehrt, dass die Geschichte den Menschen nichts lehrt, so wie es Mahatma Gandhi einmal gesagt hat, ist auch Journalismus wesentlich da, wie das Bemühen von vielen. Und ich danke dafür, dass wir uns auch dafür einbringen, dass die Bruchstellen der Gesellschaft, die härter geworden sind in den vergangenen 2 Jahren, und das ist ein wunderbarer Preis dafür und auch die Worte, die getroffen worden sind dafür, dass diese Bruchstellen vielleicht durch gegenseitiges Verständnis, mehr Dialog und Ausgleich auch wieder geschlossen werden. In diesem Sinne wünsche ich, so wie es Paul Flora einmal gesagt hat,
mit und über Klaus Gatterer, dass so mancher ruhiger Geist in unseren Ländern, jetzt darf ich das ein bisschen breiter definieren, manch ruhiger Geist etwas unruhiger werde in einem guten, positiven Auftrag. Alles, alles Gute. Und einen letzten Wunsch darf ich mir auch noch loswerden für die Südtiroler hier im Saal. Ich wünsche mir, dass wir, wenn wir heuer über 50 Jahre Südtirol-Autonomie reden, auch in Erinnerung rufen, dass es Journalisten gegeben hat, wie Klaus Gatterer, die einen großen Beitrag auch in der Begleitung dieser Geschichte, etwa als Berater von Bruno Kreisky unter anderem, geleistet haben. Das wäre auch eine andenkende Würdigung. Dafür sollen wir auch Sorge tragen. In diesem Sinne endlich jetzt zur Verleihung dieser Preise. Lieber Herr Lukas Matzinger, herzlichen Glückwunsch zu diesem wunderbaren Preis und wir freuen uns, wenn jemand sagt, ich wünsche mir nichts mehr als den Klaus Gatterer Preis. Alles, alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Und die Kollegin? Herzlichen Dank. Danke sehr. Alles, alles Gute weiter. Danke sehr. Und jetzt bitten wir noch die Frau Steinwanzer. Ja, aber fürs Foto müssen wir uns sowieso nochmal. Jetzt okay. Wird noch der Schüler, das ist die Urkunde noch dazu. Die Urkunde kommt auch noch. Fantastisch. Danke. Und jetzt bitte noch einmal an die Frau Steinwanzer. Sie müssen noch einmal hervorkommen. Eine Urkunde. Ja, nein, der Herr. So, ich denke, jetzt gibt es noch Fotos, oder? Dürfen wir noch, Herr Bürgermeister? Und dann bekommen Sie die Abschlussworte, die wichtigen. Aber machen wir noch schnell ein Foto mit Ihnen, oder? Foto zuerst. Unabgesprochen, wie man merkt, wie genau das stattfindet, aber jetzt machen wir ein Foto. Das machen wir nachher. So, das ist das Foto sozusagen für YouTube. Herzlichen Dank. Herr Bürgermeister, das Schlusswort gehört Ihnen. Ich glaube, wir haben nun zwei sehr beeindruckende Persönlichkeiten als Preisträger und als Preisträgerinnen erleben dürfen und ich darf auch ganz herzlich nochmals gratulieren. Danken möchte ich natürlich abschließend auch noch, dass dies alles möglich ist, dass so ein reibungsloser Ablauf auch von solch einer Veranstaltung möglich ist, müssen im Hintergrund natürlich sehr, sehr viele Personen ihr Bestes geben, fast Tag und Nacht dabei sein, um alles zu organisieren. Stellvertretend dafür möchte ich an zwei Personen einen besonderen Dank richten und zum einen an Daniela Kraus, die als Direktorin des Presseclubs Concordia hier im Hintergrund die Fäden in der Hand hält und für uns alles so gut organisiert. Herzlichen Dank dafür. Und natürlich um einen Dank an Hermann Rocker kommt man nicht vorbei. Ohne ihn geht beim Schülerpreis überhaupt nichts. Er setzt sich wirklich mit Leib und Seele für diesen von ihm kreierten Preis, sage ich mal, und erlaube ich mir zu sagen, wirklich dafür sehr, sehr
Fest ein und es ist einfach unumgänglich, dir, lieber Hermann, von Herzen ein großes Vergelt's Gott zu sagen. Danke, Hermann. Und Lukas Matzinger hat es angesprochen, bevor der Hunger uns dahin rafft, möchten wir nun zum Ende kommen und Sie sind natürlich alle ganz herzlich eingeladen zum Buffet draußen im Foyer. Vielen Dank und einen schönen Abend noch.